Mist, jetzt habe ich meinen Zettel mit den Fragen nicht dabei, die ich mir ausgedacht hatte, wenn ich dich jemals treffen würde. Dann sind wir hier also durch, Kleiner? Nein, wie bist du in solch einer Billigproduktion wie dieser gelandet? Ist der Film vom Budget her nicht weit unter deiner Würde? Ah, weißt du, Kleiner, das Gesamtbudget eines Films interessiert mich eher weniger. Solange die Produzenten nur die Kohle für mein Budget bereitstellen können, ist's mir egal, ob es ein Blockbuster ist oder ein Arthouse-Film wie der hier. Ich bin da nicht wählerisch. Du denkst, das sei hier eine Art Arthouse-Film? Naja, das ist es, wie ihn mir mein Agent beschrieben hat. Aber vermutlich ist es wirklich nur ein billiger Horrorstreifen mit einem berühmten Regisseur und noch berühmteren Star des Films. Ist mir aber auch eigentlich egal, solange die Kohle stimmt. Was mich an dem Film aber wirklich massiv stört, ist das quasi nicht vorhandene Catering. Die redet schon wieder vom Essen hier. James faselt zwar irgendwas von einer eingestürzten Zufahrtsbrücke, aber ich habe einen strengen Ernährungsplan einzuhalten. Und ohne meine tägliche vegetarische Spezialkost kann ich unmöglich meinen Marktwert erhalten. Okay, hier müssen wir irgendwo eine Pizza bringen. Vielleicht müssen wir doch Pizzafahrer werden und Geld verdienen, und weil wir von ihm Autogramm für irgendwen brauchen. Mein Körper ist ein Tempel, Kleiner. Ein Tempel. Leider derzeit akut einsturzgefährdet. Oh, und deswegen... Deswegen nehme ich mir das Recht heraus, von meinen mir vertraglich zugesicherten Gewerkschaftsrechten Gebrauch zu machen und streike. Oh, deswegen steht Mr. Pollock also kurz vor dem Nervenzusammenbruch? Ja, schätze schon. Verstehe mich nicht falsch. Ich mag James und wie er verzweifelt versucht, aus diesem Schund hier Kunst zu machen. Aber solange nicht dafür gesorgt wird, dass ich meinen Ernährungsplan einhalten kann, so lange wird hier keine Meter Film gedreht. Kann ich dir vielleicht irgendwo etwas zu essen besorgen? Es wäre mir eine große Ehre. Danke für das Angebot, Kleiner. Aber ich glaube nicht, dass du Ahnung von einer ausgewogenen vegetarischen Ernährung hast, wenn ich mich nicht so angucke. Ja, wie wär's denn mit so ein bisschen Knoblauchbrot mit Deckenpilzen? Moment, ich bin Vegetarier. Frittiertes vegetarisches Essen ist es nicht, was ich im Sinn habe. Ich benötige eine ausgewogene Mischung aus Eiweiß, Kohlenhydraten und exotischen Gewürzen. Ja, Kohlenhydrate hat das Brot. Exotische Gewürze sind die Pilze. Aber Eiweiß, ich weiß nicht, ob Knoblauch jetzt viel Eiweiß hat. Diese Spezialkost bekommst du nicht an jeder Imbissbude. Ich kann ja trotzdem mal meine Augen offen halten. Ich habe in diesem Spiel schon wesentlich schwerere Rätsel geknackt. Spiel? Spiel des Lebens. Das Spiel des Lebens. Ah ja, verstehe. Jo, Kleiner, tu, was du nicht lassen kannst. Ja, wir müssen ihm irgendwie eine Pizza oder so einen Käse... eine Käsepizza oder ein Knoblauchbrot bringen. Und sobald für meine kulinarischen Bedürfnisse gesorgt wurde, stelle ich mich auch wieder bereitwillig vor die Kamera. Sonst noch was, Kleiner? Oh, verflixt! Jetzt hätte ich fast vergessen, was ich dich eigentlich fragen wollte. Na, welch Glück für mich, dass es dir wieder eingefallen ist. Worum geht's? Ich bin auf der Suche nach einer Katze. Groß, weiß, viele Fusseln. Sehe ich wie ein Tierheim aus? Was weiß ich denn, wo deine Katze ist? Ich bin sowieso eher der Hundetyp, Kampfhunde. Nun, das ist eine lange und traurige Geschichte. Um es kurz zu machen, kam hier ein Paket mit einer Katze drin an in der letzten Zeit? Das Postauto liegt doch da im Graben, also ich meine auf den Tannen. Kleiner, wenn es nicht einmal das Catering bis zu mir schafft, denkst du da wirklich, ihr würdet es irgendein Paket mit einer Katze drin bis zu mir schaffen? Außerdem sagte ich dir doch, dass die Zufahrtsbrücke eingestürzt ist. Ich habe hier seit Tagen keinen Lieferanten mehr gesehen. Schade. Hätte ja sein können. Nee, Kleiner, tut mir leid.
Und dank meiner Katzenhaarallergie hätte ich jedes Katzenpaket im Umkreis einer Meile aufgespürt. Und jetzt entschuldige mich, Kleiner. Ich muss noch etwas Energie sparen, bis das Essen da ist. Das war das letzte Mal, dass ich so einen Billigstreifen gedreht habe. Diese kleinen Filmcrews haben einfach keine Ahnung, wie man einen Star meines Kalibers korrekt behandelt. Ja, in Zukunft halte ich mich besser wieder an Michael Bay oder Roland Emmerich. Ich will mal kurz was gucken, die. Das soll wohl ein Zelt der amerikanischen Ureinwohner darstellen. Ist aber nur ein billiger Aufsteller aus Sperrholz. Ein Movie Master 6000 Professional. Ziemlich hochwertig für eine solche Billigproduktion. Darf ich kurz stören? Haben Sie zufällig irgendwo eine große, weiße, flauschige Katze gesehen? Wie bitte? Was für eine Katze? Groß, weiß und flauschig. Kam vermutlich mit einem Paket mit Flohkämmen hier an. Sag mal, Junge, bist du auf Droge? Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Und ehrlich gesagt habe ich auch genug eigene Probleme hier. Bist du eventuell ein weiteres Problem? Ich denke nicht. Ich bin ein bekannter Problemlöser. Wo genau hängt es denn? Drehen Sie hier einen Film? Ich liebe Filme! Ja, leider. Wieso? Die Produktionsfirma hat mich durch einen rechtlichen Winkelzug vertraglich dazu verpflichtet, diesen Quatsch hier zu realisieren. Und wie erwartet, gibt es nichts als Probleme hier. Die Welt will vermutlich einfach nicht, dass dieser Film je das Licht der Welt erblickt. Und das wäre mir auch sehr recht. Ich möchte ungern meinen Namen im Abspann dieses Machwerks sehen. Ich bin Künstler und habe mir meinen guten Ruf als renommierter Regisseur und Autor hart erarbeitet. Sie klingen ja wenig begeistert. Wie heißt denn Ihr neuer Film? Wird das hier ein Western? Ich liebe Western! Cowwolf, die Bestie der blutigen Welt. Oh, das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Mysteriös und vieldeutig. Wieso sind die Wälder denn so blutig? Vampire. Aha. Wie bitte? Die drei Töchter des Häuptlings. Sie sind Vampire. Wirklich? Und sie haben sich alle in den gleichen gut aussehenden Werwolf verliebt? In den gleich gut aussehenden Cowboy. Cowboy? Werwolf? Ein Cowboy. Oh Gott, ja. Na, das klingt mal echt interessant. Quatsch! Sag doch, wie es ist! Das klingt nach absolutem Unsinn! Ja. Also ein Romantik-Horror-Western? Ja, so in der Art. Die Produktionsfirma ist der Meinung, dass das derzeit total angesagt ist bei der Zielgruppe. Und Sie klingen wenig begeistert? Ich kenne da ein kleines Mädchen, das hellauf begeistert wäre. Ja, ja. Wäre ich nicht vertraglich gebunden, würde ich dieses Projekt nicht mit der Kneifzange anfassen. Ich war Berater und Regieassistent bei solch Klassikern wie Der mit dem Wolf tanzt und Der letzte Mohikaner. Und das Produktionsstudio ist wohl der Meinung, mein Name im Abspann würde auch die Zielgruppe besagter Filme ansprechen. Aber ich erwähnte es ja schon, eher gefriert die Hölle, als dass mein Name im Abspann dieses Machwerks auftaucht. Nichtsdestotrotz möchte ich auch dieses Projekt auf einem handwerklich und authentisch hohen Niveau realisieren. Was jedoch gar nicht so einfach ist, da die Studiobosse keinen Schimmer vom Wilden Westen haben. Und den Großteil des Budgets in den Star des Films, Clint Eckenthorpe, investiert haben. Was nun jedoch, mangels Geld, zu einer Reihe von Problemen geführt hat. Erwähnte ich schon, dass ich ein professioneller Problemlöser bin? Wo genau hängt es denn? Fangen wir mal mit dem Offensichtlichen an. Das Set ist handwerklich unterstes Budget.
Die Zelte sind billige Sperrholzattrappen und die Wiese ist Kunstrasen, irgendwo auf einem Golfplatz geklaut. Und der Tischler des Totenpfahls hat mangels Bezahlung nach der Hälfte der Arbeit das Weite gesucht. Ebenfalls aus Gründen des Budgets wurden alle Komparsen gefeuert, genau wie der jugendliche, nie um einen lustigen Spruch verlegene Sidekick unseres Stars. Puh, das klingt in der Tat nach einer Menge Probleme. Oh, das war noch bei weitem nicht alles. Der altersschwache Stromgenerator, der das Set und insbesondere die Beleuchtung mit Strom versorgt, hat vor kurzem seinen Geist aufgegeben. Und zu guter Letzt befindet sich mein Star im Hungerstreik, seit die Zufahrtsbrücke eingestürzt ist, man einen kilometerlangen Umweg fahren muss und infolgedessen das Catering eingestellt wurde. Sie meinen, er streikt, weil er Hunger hat? Ja, das sagte ich doch. Und versuch mal hier in den Wald eine Pizza zu bestellen. Kein Pizzadienst liefert bis hierher. Ich mach das schon. Verdammt, ich wüsste nicht mal, was ich als Adresse angeben sollte. Der dritte Baum hinter dem Waschbärbau? Du siehst, mein Junge, das Projekt ist im Grunde zum Scheitern verurteilt und wird vermutlich auf ewig ein Schandfleck in meiner Vita bleiben. Das tut mir leid. Da steht genau das Gleiche wie bei ihm. Wenn es meine Zeit zulässt, werde ich mal schauen, ob ich Ihnen bei der ein oder anderen Sache behilflich sein kann. Auch wenn ich derzeit eigentlich andere Prioritäten habe. Aber wir Leute vom Film müssen ja schließlich zusammenhalten. Du arbeitest auch beim Film? Habe ich. Derzeit leider im Ruhestand. Ja, bei dem Alter ist das völlig klar. Aber meine Eltern sind auch heute noch der Meinung, dass die Videoaufzeichnung meiner Einschulung der Hit des Jahres war. Verstehe. Na, auf jeden Fall danke für deinen Eifer. Jetzt möchte ich dich aber bitten, mich weiterarbeiten zu lassen. Ich bin dabei, mir ein paar spektakuläre Kameraeinstellungen für den morgigen Drehtag auszudenken. Was mangels Schauspieler, Kulisse und gutem Licht eine echte Herausforderung wird. Vielleicht filme ich ja einfach nur ein paar niedliche Waschbären und Babyfüchse. So, also für ihn brauchen wir eine Pizza. Dann müssen wir das hier mal behämmern. Das sieht nach Holz aus und ich habe nur ein Steinmeißel. Aber probieren geht ja über Studieren. Nein, vielleicht hast du ja noch eine andere Idee. Und wir kommen hier wieder zurück. So. Der Bereich ist perfekt ausgeleuchtet. Da sollte eigentlich einer der Komparsen stehen. Leider wurde ihm aufgrund der Budgetkürzungen kurzfristig gekündigt. Und wir müssen den Generator wieder zum Laufen bringen. Ich habe gedacht, das geht mit dem Hamster. Aber... ne, wenn der dann Strom erzeugt. So, wie kann ich den... aber der hat eine leere Mine. Aber wir können es einmal... Die Idee ist eigentlich nicht schlecht. Aber die Mine ist leer. Aber die Mine des Kugelschreibers ist vollständig entleert. Ja. Vielleicht finde ich ja eine kreative Möglichkeit, sie wieder aufzuladen. Ja. Nein, das möchte ich nicht. Nee. Naja, ich habe gedacht, hier ist genug Tusche und Farbe drin. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Ja, du hast doch gesagt, kreativ. Ja, ansonsten. Okay, dann muss ich erstmal zu den anderen stellen. Ich will aber nochmal zur kaputten Brücke. Wegen dem Auto. Aber ich kann hier nichts machen. Ich komme da auch nicht runter.
Weil wenn das auf der Route war, wird es ja eigentlich das Postauto sein, oder nicht? Und das Paket mit der Katze müsste hier noch drin sein. Also so sehe ich es, aber ich kann hier nichts machen. Ich habe auch nichts. Womit ich da runterkomme? Gut, dann gucken wir mal weiter. Haben wir eigentlich neue... Ach du meine Nase. Ist ja nicht viel. Ah, okay. Ja, ich weiß. Am Jungschauersteller. Bewerbung per Foto. Ah. Benötigt noch einen Komparsen für sein. Er müsste eigentlich nur herumstehen und gut aussehen. Der Tote. Warte mal. Foto. Ich habe doch ein Foto in der Tasche. Aber ohne dass der das weiß, ist natürlich auch eine blöde Idee, ne? Das funktioniert leider nicht. Dann nicht. Na gut, dann geht's erstmal weiter. Steinmetz, okay. Anwesen. Universität, Tierarzt. Okay, wo könnte ich denn Tinte herkriegen? Hier in der Uni wahrscheinlich. Wir gucken mal. Wo bin ich denn hier? Wegweiser, Karte. Eingang. Wenn man als Student mal wieder verschlafen hat und es eilig hat, zeigt dieser Wegweiser den kürzesten Weg zur Vorlesung. Mhm. Hoppla! Was ist denn hier passiert? Entweder ein Meteor aus dem Weltall. Oder ein Erstsemesterstudent hatte Probleme mit dem richtigen Mischverhältnis von Wasserstoff und Sauerstoff. Gut, dann lass uns da mal reingehen. Nein. Axel. Der Entwickler. Okay, hier haben wir nur das Destillerie. Frag mich über das, was heißt ein Slice im Eis oder Slicer Eis. Wow, das nenne ich mal einen realistisch aussehenden Gummikopf. Gummikopf? Hast du schon mal einen sprechenden Gummikopf gesehen? Wo gab's diese Köpfe? War das... Nee, das war nicht die Simpsons, sondern das andere von dem... wie heißt denn die Serie, die in der Zukunft spielt? Futurama. Huch, der Kopf spricht. Ist das irgendeine technische Spielerei? Hey... Die gleiche Frage könnte ich dir auch stellen. Das ist faszinierend. Ein sprechender Kopf im Glas. Sowas kenne ich sonst nur aus dem Fernsehen. Der Kopf hat einen Namen. Und Gefühle. Wenn ich mich vorstellen darf. Ja.
erfolgreicher Computerspielprogrammierer. Derzeit leider bis auf unbestimmte Zeit im Ruhestand. Ja, ich glaube, man kann ohne Hände schlecht programmieren. Computerspiele zu programmieren, ja, gestaltet sich ohne Hände leider etwas schwierig. Du bist also wirklich echt? Das ist faszinierend. Das sagtest du schon. Entschuldige, ich bin nur noch vollkommen überwältigt. Ich bin übrigens Scott. Freut mich. Du hast nicht zufällig irgendwo meinen Körper gesehen? Mir wurde versprochen, das Experiment sei nur temporär. Jetzt muss ich den Körper suchen? Das war vor 2 Jahren. Aha. Tut mir leid. Nein. Wieso zum Geier hast du dem Experiment überhaupt zugestimmt? Das habe ich nicht. Es handelt sich hier um einen klaren Fall von hinterlistigen Körperraub. Ja, ja. Auch wenn sie vertraglich wohl leider auf der sicheren Seite sind. Was genau ist passiert? Da muss ich etwas weiter ausholen. Ich bin gespannt. Nun, erwähnte ich schon, dass ich ein erfolgreicher Computerspielprogrammierer bin? Ja. Jipp. Hast du irgendwas entwickelt, das ich kennen müsste? Aber klar habe ich das. Schon einmal von Slice the Ice gehört? Nee, eigentlich nicht. Aber bestimmt hast du das. Eigentlich nicht. Ja, meine Worte. Wirklich? Du hast nie Slice the Ice gespielt? Das herausfordernde Physik-Puzzlespiel mit Scrappy, dem blauen Polarwiesel? Nee. Tut mir leid. Sagt mir noch immer nichts. Das ist schade und eine echte Bildungslücke, die du besser heute noch schließen solltest. Wo kann ich das spielen? Und was ist an dem Spiel so toll? Was daran so toll ist? 100, in Worten, 100 Level herausfordernder Physik-Puzzle-Spaß. Nee, nicht Physik. Physik habe ich abgewählt. Hatte ich immer eine 5. Hilf Scrappy dabei, auf einer wilden Reise durch Eis und Schnee seine gelbe Gummiente zu retten. Ah, okay. Für die Leute, die es nicht wissen, ich war auf dem Gymnasium und auf dem Gymnasium kannst du dann bestimmte Fächer am Schluss abwählen. Scrappy war das Polarwiesel, richtig? Klingt niedlich. Ich habe da nur Chemie, weil du musst dann aus jedem Bereich Fächer behalten und dann Leistungskurse machen. Und ich habe Chemie und Biologie gemacht, aber Physik habe ich nie verstanden. Ist es auch. Und das Spiel ist so einfach wie auch herausfordernd. Zerschneide Eisblöcke und rette die Gummiente. Was für ein Spaß. Ja, und so abwechslungsreich, ne? Und das Beste kommt noch. Das Spiel ist vollkommen kostenlos, wenn du es auf deinem Handy spielen möchtest. Nur für den PC kostet es eine Kleinigkeit. Von irgendetwas muss ich ja schließlich leben. Schau ich mir gern mal an. Wie komme ich denn an das Spiel? Wir machen doch hier nicht Schleichwerbung, oder? Nun, besuche einfach die Webseite slicetheice.com und dann geht es auch schon fast los. Slice-the-ice.com? Kleinen Moment, das schreibe ich mir mal besser auf. Das ist schon mehr als Schleichwerbung, das ist ganz offensive Werbung. Alles klar, habe ich mir notiert. Slice-the-ice.com. Sobald ich wieder ein Handy habe, spiele ich eine Runde. Ach ja, da war ja was. Der hat ja sein Handy vergessen. Prima. Aber mach mich nicht dafür verantwortlich, wenn du süchtig danach wirst. Die Suchtgefahr des Spiels darf man nicht unterschätzen. Ich bin gespannt. Erklärt aber noch immer nicht, wie du hier gelandet bist. Nun, ich wurde ausgetrickst von einem offensichtlich so irren wie auch genialen Wissenschaftler. Eigentlich bin ich nur einer Einladung gefolgt, um eine Vorlesung als Gastdozent zu halten. Als Thema das bahnbrechende Software-Design und unglaubliche Physiksystem eines Erfolgsspiels, Slice the Ice. Als die Einladung von Dr. Fleischer eintraf, fühlte ich mich natürlich geehrt und habe diese natürlich dankend angenommen. Dr. Fleischer trennt mal eben den Kopf vom Körper. In der frohen Erwartung, mein Wissen an neugierige Studenten weitergeben zu können. Aber leider entwickelte sich die geplante Vorlesung anders als geplant. Was ist passiert? Sagen wir es so.
Wenn dir ein Wissenschaftler einen Kaffee anbietet, besteht die akute Gefahr, nach einer kurzen Ohnmacht ohne Körper wieder aufzuwachen. Oha, das klingt unerfreulich. Und nicht unbedingt legal, oder?